Jürgen von Bose wurde am 24. Dezember 1953 in München geboren und machte mit 8 Jahren schon seine ersten Kompositionsversuche. Seine Ausbildung erhielt er in Frankfurt, wo er an der Musikhochschule Komposition bei Hans-Ulrich Engelmann und Klavier bei Klaus Billing studierte. Hans-Jürgen von Bose hatte mehrere wichtige Stipendien und lebt seit 1976 als freischaffender Komponist. 1977 erhielt er den Berliner Kunstpreis. Von seinen Sappho-Gesängen sagt der Komponist: Seit langem verspüre ich eine starke Beziehung zur größtenteils nur fragmentarisch vorliegenden Lyrik der Sappho. Ich glaube, dass sich ihre Gedichte wie wenige andere Texte zur Vertonung eignen. Als kompositorische Aufgabe erschien mir hierbei weniger eine formal-inhaltliche Tautologie zu gestalten, indem ich bemüht fragmentarisch bleibe, sondern jenen Bogen mit musikalischen Mitteln abzurunden, der im literarischen Bereich uns nur unvollständig erhalten ist. Die Sappho-Gesänge von Hans-Jürgen von Bose wurden in der Klavierfassung von Aribert Reimann und Liat Himmelheber im Januar 1983 uraufgeführt. Oh.
Yeah.
Sie hörten die Sappho-Gesänge von Hans-Jürgen von Bose, gesungen von Liat Himmelheber, Mezzosopran,